Hallo und ein herzliches Willkommen zu Inside the Empire, dem deutschen YouTube-Kanal rund um das Thema Star Wars. Heute möchte ich euch ein weiteres Spotlight On präsentieren, und zwar das Spotlight On Cassian Andor. Gespielt wird Cassian Andor von Diego Luna. Der aus Mexiko stammende Schauspieler ist unter anderem bekannt aus Filmen wie Milk, Terminal und Elysium. Leider ist bis jetzt noch nicht allzu viel bekannt von Cassian Andor, doch ich werde mich bemühen, so viel Informationen wie möglich preiszugeben. Natürlich auch möglichst spoilerfrei. Hauptmann Cassian Andor war ein Geheimdienstoffizier in Diensten der Rebellenallianz. Einige Zeit vor der Schlacht von Yavin war Andor in der Basis der Allianz auf Yavin 4 zugegen, als die Diebin Jyn Erso vor Mon Mothma geführt und von ihr befragt wurde. Später begab er sich mit Erso und anderen Rebellen auf eine geheime Mission, um die Pläne des Todessterns zu beschaffen. Während seiner Arbeit bei der Allianz traf er irgendwann den Sicherheitsdroiden K2SO, den er reprogrammierte und ihn somit für die Allianz gewinnen konnte, da dieser Droide ursprünglich zum Imperium gehörte. Leider ist noch nicht allzu viel bekannt über diesen Charakter, aber wie schon bei Jyn Erso gibt es auch hier ein paar Ähnlichkeiten zu einem Legends-Charakter. Bei Jyn Erso war es der Charakter aus der Jedi Knight-Reihe Jan Ors. Bei Cassian Andor sind es zwar weniger Ähnlichkeiten zu dem folgenden Charakter, aber dennoch sind Ähnlichkeiten vorhanden. Die Rede ist von Kyle Katarn. Kyle Katarn war ein Söldner, späterer Held der Rebellenallianz und Jedi-Meister des neuen Jedi-Ordens, nachdem er erfahren hatte, dass das galaktische Imperium, dem er einst als Sturmtruppler diente, für den Tod seines Vaters Morgan Katarn verantwortlich war, trat Kyle der Rebellenallianz bei und stahl mit Jan Ors die Pläne des ersten Todessterns. Kurz darauf konnte er erfolgreich die Bedrohung eliminieren, die vor den dunklen Truppen des Imperiums ausging. Auch Kyle Katarn und Jan Ors bekamen wie auch Cassian Andor und Jyn Erso ihren Auftrag von Mon Mothma, einer Senatorin und dem späteren Oberhaupt der Neuen Republik. Zumindest war sie Oberhaupt der Neuen Republik in den Legends-Geschichten. Wie viel von Kyle Katarn in Cassian Andor steckt, bleibt abzuwarten. Hiermit möchte ich aber auch nun die Vorstellung von Cassian Andor beenden und euch einen schönen Tag wünschen. Anregungen und eure Meinung sind mir wichtig, also schreibt mir in die Kommentare. Ansonsten möge die Macht mit euch sein, immer. Falls euch dieses Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben Button. Ansonsten könnt ihr mich finden auf Facebook unter Inside the Empire oder auf Twitter @Rocky_Stardust.